Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt, kommt her zu seinem Dienst euch stellt, kommt mit Frohlocken, säumet nicht, kommt vor sein heilig Angesicht. Erkennt, dass Gott ist unser Herr, der uns erschaffen ihm zur Ehr, und nicht wir selbst durch Gottes Gnad, ein jeder Mensch sein Leben hat. Wie reich hat uns der Herr bedacht, der uns zu seinem Volk gemacht. Als guter Hirt ist er bereit, zu führen uns auf seine Liebe Schwestern und Brüder, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst hier in der Wendelinuskapelle am vierten Sonntag der Osterzeit. Ich freue mich, dass ich diesen Gottesdienst hier feiern darf, zusammen mit Monika Steinborn. Sie ist hier die Messnerin unserer Kapelle und wird heute den Lektorendienst übernehmen. Und oben auf der Empore ist Helena Loran, sie ist die Dirigentin unseres Kirchenchores und übernimmt heute den Organistendienst. Und eben mit im Raum ist natürlich auch das Kamerateam von One Take, sodass ihr, liebe Brüder und Schwestern, zu Hause eben am Computer, am Bildschirm diesen Gottesdienst mitverfolgen und mitfeiern könnt. So lasst uns gemeinsam beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, unser guter Hirte, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir wollen unseren Herrn zu Beginn der Messfeier um sein Erbarmen bitten. Herr, du rufst die Menschen, dir zu folgen. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Du sendest sie als deine Boten. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Du bist der gute Hirte, der uns nicht verlässt. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, wir bitten, erbarme dich unser, nimm Sünde und Schuld von uns weg und führe uns den Weg zum ewigen Leben. Amen. Dann lasst uns Gott preisen im Gloria-Lied. Dir Gott im Himmel preis und dir, den Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater, König, Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm Gottes, erbarme dich, du
bist der Höchste ewiglich, im Reich des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist der Kirche siegreich vorausgegangen als der gute Hirt. Geleite auch die Herde, für die er sein Leben dahingab, aus aller Not zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Liebe Brüder, wenn ihr recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen, und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht. Er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zeit treu in Herz und Sinnen stehen und mit uns durchs Leben gehen bis zur lichten Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr.
In jener Zeit sprach Jesus: Amen, Amen, das sage ich euch, wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus, und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, diese Fotoaufnahme stammt aus dem Jahr 1939. Da ist unsere Wendelinuskapelle zu sehen, damals noch ohne Turm. Und da, wo heute Häuser stehen, entlang der Blittersdorfer Straße, da war damals noch viel Grün und waren noch viele Wiesen. Eine Schafherde ist auf dem Foto zu sehen. Und oben auf der Böschung sitzt der Hirte, begleitet vom Schäferhund, er hat den Überblick über die Schafe, er wacht über seine Herde. Ein friedliches, ein idyllisches Bild, vor über 80 Jahren aufgenommen, hier direkt bei unserer Kapelle. Damals war die Rheinau hier vor allem noch landwirtschaftlich geprägt und war es ein vertrautes Bild, einen Schäfer mit seiner Schafherde zu sehen. Nicht ohne Grund haben die Rheinauer damals gesagt, der heilige Wendelin, der Patron der Landwirte, der soll eben der Patron auch unserer Kapelle sein. Wir feiern heute den Sonntag vom guten Hirten. Wenn der Psalmist sagt, der Herr ist mein Hirte, dann glauben wir, dass dieser göttliche Hirt uns in Jesus Christus sein menschliches Antlitz gezeigt hat. Und viele halten sich an diesen Worten fest. Du bist bei mir. Sie vertrauen darauf, dass sie niemand der Hand des guten Hirten entreißen kann und hoffen, dass dieser gute Hirte sie auch im Tod festhält und durch den Tod zum Leben und aus dem Dunkel in sein Licht führen wird. Allerdings kommt das Bild vom Hirten und seinen Schafen auch an Grenzen. Wir sind keine tumpe Herde, wir sind Originale und wir sind frei. Frei zum Guten, aber auch frei zum Bösen. Wir sind frei, Jesus zu folgen oder ihn abzulehnen, auf seine Stimme zu hören oder uns dieser Stimme zu verschließen. Wir sind frei. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Diese Worte aus dem Buch Hosea gingen mir durch den Sinn, wenn ich das Verhalten Jesu zu beschreiben versuche, liebe Schwestern und Brüder. Er ist einer, der sich nicht aufzwängt, der nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern der uns mit seiner Liebe an sich ziehen möchte.
Glauben kann nur aus freien Stücken heraus geschehen. Ich muss auf die Stimme des guten Hirten hören wollen. Er pfercht mich nicht ein, er setzt mich nicht unter Druck, sondern er bietet mir seine Freundschaft an. Er verheißt mir ein Leben in Fülle, das hier und jetzt schon beginnt. Im Evangelium haben wir gehört, er geht ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Das hat für mich viel mit Vertrautheit zu tun. Jeder von uns kennt hoffentlich Menschen, wo uns das Herz aufgeht, wenn wir ihre Stimme hören. Eine Stimme, der wir gern zuhören, die uns zum Lachen bringen kann, die uns trösten kann, die uns aber auch ein ernstes Wort sagen kann, wenn es nötig ist. Und so stelle ich mir auch die Stimme unseres Herrn vor. Eine Stimme, der ich gerne folgen möchte, die mich beim Namen ruft und mir Gutes will und die nicht müde wird, nach mir zu rufen und nach mir zu suchen. Menschen einzuladen, Christus als ihren guten Hirten anzunehmen, sich für sein Evangelium zu öffnen, das ist meine Aufgabe als Seelsorger. Und ich bin fest davon überzeugt, ihm zu folgen, ist das Beste, was wir tun können. Wer ihn kennt, erfährt einen tiefen inneren Frieden, was aber nicht mit Bequemlichkeit zu verwechseln ist oder mit einem Leben in der Komfortzone, liebe Schwestern und Brüder. In der Lesung haben wir gehört, Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Jesus auch im Leiden nachfolgen, in seinen Spuren auch Schweres ertragen und durchstehen? Liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht auch eine Erfahrung, gerade in diesen Corona-Wochen, dass Menschen eben durch ihren Glauben Schweres ertragen und durchstehen können, dass sie durch ihren Glauben gestärkt werden, um für andere da zu sein, sich für andere einzusetzen, selbst wenn sie damit Gefahr für Leib und Leben riskieren, für sich selbst. Wenn wir Jesus nachfolgen, bedeutet das für uns, bereit zu sein, Hirte, Hirtin für andere zu sein. Uns nicht, wie Papst Franziskus es vor wenigen Tagen sagte, vom Virus eines gleichgültigen Egoismus anstecken zu lassen. Die Liebe Jesu ist es, die uns Beine macht und die uns verbietet, Bauchnabelschau zu betreiben und nur das eigene Ich und Ich und Ich im Blick zu haben. Sprechen wir Tag für Tag aufs Neue unser freies Ja zu diesem guten Hirten, der sein Leben für uns hingab. Seien wir dankbar dafür, Jesus kennen zu dürfen und von ihm beim Namen gerufen zu werden. Und lassen wir uns auf das Abenteuer ein, seiner Liebe Stellvertreter, Stellvertreterin zu sein. Lassen wir uns immer wieder vom Beispiel dieses wahrhaft guten Hirten inspirieren. Amen. Jesus Christus, er ist unser guter Hirte. Er verheißt uns und allen Leben in Fülle. So dürfen wir in unseren Anliegen zu ihm beten.
für alle Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist und denen Orientierung und Halt fehlen. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, höre uns. Für die Menschen, die in Lebensberatungsstellen und Seelsorge und im Alltag anderer zuhören und ihnen helfen zur Seite stehen. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kranken und Schwerkranken beten wir. Und für alle, die in Medizin und Wissenschaft tätig sind, um ihren Mitmenschen zu helfen. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Heute am Weltgebetstag um geistliche Berufungen beten wir darum, dass junge Menschen den Ruf Gottes in ihrem Leben vernehmen, um ihn und den Menschen in seiner Kirche zu dienen. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Unsere lieben Verstorbenen wollen wir nicht vergessen, dass du sie durch den Tod zum Leben und aus dem Dunkel in dein Licht führst. Jesus, du guter Hirte, wir bitten dich, erhöre uns. Herr Jesus Christus, erhöre auf die Fürsprache des heiligen Wendelin unser Gebet. Mit dem Vater und dem Heiligen Geist sei dir die Ehre und der Lobpreis heute und an allen Tagen bis in Ewigkeit. Amen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, dass es uns zum Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, dass er uns zum Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr unser Gott. Herr, wasch ab meine Schuld und von meinen Sünden mache du mich rein. Herr, unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, die gefallene Welt erlöst, das Leben in Christus erneuert. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr der Menschen.
Knechte. Erfüllt sind Himmel und Erde von seiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Gebenedeit sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna, Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er beimal das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dann lasst uns miteinander beten, im Geist verbunden, wie Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen
und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zu seinen Aposteln hat der Herr gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner Kirche, schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Christi. Amen. Singen wir das Lied, Christ ist erstanden. Christ ist erstanden von der Mater alle. Dies sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein.
Kyrie eleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Sei, dass er erstanden ist, so freut sich alles, was da ist. Kyrie eleis. Halleluja, halleluja, halleluja. Des sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrie eleis. Lasset uns beten. Gott, du Hirt deines Volkes, sieh voll Huld auf deine Hirte, die durch das kostbare Blut deines Sohnes erkauft ist. Bleibe bei ihr und führe sie auf die Weide des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und es behüte euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Grüßen wir abschließend die Gottesmutter in einem Lied, jetzt zum Beginn des Marienmonats Mai. Königin, freu dich, Maria, freu dich, das Leid ist all dahin. Halleluja, bitt Gott für uns, Maria, den du zu tragen würdig warst. Freu dich, Maria, der Heiland liebt, den du gebarst. Halleluja, bitt Gott für uns, Maria. Er ist erstanden von dem Tod. Freu dich, Maria, wie er gesagt, der wahre Gott. Halleluja, bitt Gott für uns, Maria. Bitt Gott für uns, so wird's geschehen. Freu dich, Maria, dass wir mit Christus auferstehen. Halleluja, bitt Gott für uns, Maria. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Schwestern und Brüder. Wir werden die nächsten Tage sehen, was sich bewegen wird in Bezug auf gemeinschaftliche Feier der Gottesdienste. Wenn sie da etwas ergibt, wenn da sich Möglichkeiten bieten, wir werden es hören dann aus Stuttgart bzw. aus Freiburg. Und wir werden dann übers Ratz und über die Zeitungen und über unsere Schaukästen entsprechend informieren, sodass wir vielleicht nach und nach uns tatsächlich auch wieder in unseren Kirchen gemeinsam einfinden können zu der Feier der Gottesdienste. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich freue mich sehr darauf und ich denke, das gilt auch für euch alle, die wir uns jetzt doch schon eine Weile nicht mehr gesehen haben und einfach auch vermissen, zum Gottesdienst zusammenzukommen. Also passt auf euch auf, behüt euch Gott und
bleibt zuversichtlich. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.